Hallöchen zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hearts of Iron 4 im neuesten DLC. Wie ihr sehen könnt, sind wir auch dabei, Brasilien noch einmal zu spielen, und zwar nicht irgendeins, sondern die zweite Brasilianische Republik. Jupp, so heißt es jetzt im neuen DLC. Mit einem recht, wie soll ich sagen, gewaltigen Schwerpunktbaum. Kein Vergleich mehr zu davor. Wir können jede Menge Sachen anstellen. Um das Ganze mal grob zusammenzufassen, haben wir hier auf der linken Seite den Kommunismus. Dann können wir die zentrale Mitte nehmen mit Demokratie und Monarchie. Oder hier rechts und Monarchie. Oder beides mal jeweils neutrale Platte. Dazu gibt es noch die Möglichkeit, wenn wir nach links rübergehen, quasi ein eigenes kommunistisches System aufzubauen. Beziehungsweise das Kommandant beitreten. Oder hier unten gibt es nochmal Differenzierung zwischen der Mitte und rechts, um quasi entweder die Vereinigten Staaten von Südamerika zu generieren oder America do Sul, quasi südamerikanische Empire. Und auf das werden wir uns diesmal spezialisieren. Ich hatte ja schon letztes oder vorletztes Jahr Brasilien mal gemacht als Kommunismus. Habe ich mir überlegt, vielleicht das mal mit dem Neuen zu machen, aber nein, wir machen Faschismus. Wir gehen diesen wunderbaren Weg hier runter. Wird interessant, wird lange dauern, aber wir werden es machen. Wir werden Amerika dominieren. So, des Weiteren haben wir einen kleinen Wirtschaftsbereich, der ist hier drinnen. Da bekommen wir ein paar wunderschöne Sachen, wie überall Produktionsbonis etc. pp. Überall bekommen wir nach und nach Ressourcen dazu, wie zum Beispiel hier im Amazonas mal eben 20 Reifen. Was schon mal heftig ist. Und irgendwo war, glaube ich, auch noch eine ganze Ladung. Hier, 24 Eisen. Also, das ist heftig. Das Ding haut rein. Dazu haben wir hier drüben noch unseren Militärbereich für einmal Boden, Luft und Wasser. Da kommen wir dann quasi nach und nach dazu. Erst einmal müssen wir schauen, dass wir Richtung Kommunismus gehen. Je schnell wir da sind, umso eher kommen wir auch den Pfad hier in Richtung runter, indem wir den Achsmächten diesmal beitreten. Ich hatte mir auch überlegt gehabt, vielleicht Japan und ihrem Bündnis, aber nein, diesmal möchten wir mit den Achsmächten einen Weltsieg davontragen. Heißt auch Japan und Co. Insofern sie nicht Teil des Ganzen sind, müssen sie leider darunter leiden. Okay, jetzt aber erstmal. Wir machen Tribunal de Segurança Nacional. Bestimmt komplett falsch ausgesprochen, aber was soll's. Das starten wir mal. Grundlegend müssen wir einfach noch sagen, wir haben viele Probleme. Brasilien hat ziemlich viele Probleme. Marine wettrüsten, schaut nicht gut bei uns aus. Separatistische Gefühle, ebenso nicht gut. Monroe-Doktrin, das ist was Neues, habe ich festgestellt. Es gibt keine Garantien mehr von Amerika, aber dafür hat jedes südamerikanische Land hier quasi Monroe-Doktrin, dass sie jetzt halt quasi einschreiten können. Was wir hoffentlich aber nicht machen. Nicht diversifizierte Wirtschaft ist auch noch böse für uns. Schwache Regierung ebenso nicht gut. Und Ausnahmezustand. Kommunismus steigert sich, alles nicht gut. Deswegen müssen wir ganz schnell gucken, dass wir quasi den Pfad hier runter wieder, um schnell Richtung Faschismus zu kommen und alles andere quasi wegzubekommen. Dazu haben wir noch ein paar Sachen. Die Cangacho-Aktivität ist überall ziemlich doof, und wir haben auch noch vernachlässigter Staat, ist auch relativ doof, das heißt, wir haben überall immer so kleine Mali. Dazu kommt noch das hier, dass sie das Vermächtnis sich denkt, es müsste randalieren. Einmal im Jahr, und dann passiert irgendetwas, was hier unten dran steht. Wahrscheinlichkeit von überall, nichts passiert, von 42%, Ballstabilität sinkt um 2% oder 57%, Ballstabilität geht um 5% zurück. Um dem Ganzen hier einzuhalten, muss ich hier runterkommen. Quasi hier, Nachwirkung der Kaffeekrise. Ja, wir werden ziemlich viel mit Kaffee hier zu tun haben. Radio müssen wir danach machen, bekommen wir den Funk umsonst, ist auch cool. Und dann hier runtergehen. Aber, das nützt uns noch nichts, weil wir auch noch ein bisschen Punkte brauchen und wir kriegen die ziemlich langsam. Das heißt, wir können erstmal unseren quasi Bereich machen für die Politik. Ich kann mal alle da reinschmeißen. Wir besitzen eine Minimal-Navy, die ist nicht unbedingt groß, aber was soll's. Zumindest etwas.
Wir setzen noch jemanden drauf an. Ihr habt alle keine Erfahrung in irgendwas. Okay, was soll's. Ihr geht mal raus. Reparatur ist hoch und ihr trainiert einfach mal mit dem bisschen, was wir haben. Flugzeuge haben wir ebenso auf dem. Moment, haben wir einen Flugzeugträger? Eigentlich nein. Aber wir haben bloß so kleine Mini-Dingerchen. Wartet auf den Befehl. Ja, hätten wir einen, könnten wir sie drauf machen. Wir haben keinen. Was soll's? Wir haben keinen. Dann gucken wir doch mal. Wir können am Anfang noch nicht so viel machen. Wir können die Ressourcen noch ein bisschen ausweiten. Müssen nur gucken, dass wir irgendwo sind, wo wir keinen Mali haben, was ziemlich schwer ist. Massivst schwer. Jetzt haben wir überall Malis. Und hier zum Beispiel für Stahl. Dann können wir das nochmal aufrüsten. Dann tun wir dich mal auf Nummer 5 bekommen. Und dann schauen wir mal, können wir sonst noch irgendwas machen. Da nicht. Da unten würde noch gehen. Die Küstenregion. Das ist in Ordnung. Das ist mehr als in Ordnung. Erhöhen, erhöhen, erhöhen. Und dann brauchen wir noch ein bisschen Zivilfabriken zwischendurch. Das wäre nicht schlecht. Dass wir sagen, erstmal Rohstoffe, dann Zivilfabrik. Wir kommen nach und nach schon hin. Wir kommen da nach und nach schon hin. So. Ausrüstungstechnisch. Können wir gleich noch gucken. Da schauen wir jetzt erstmal kurz die Forschung selber an. Die Waffen 1 wäre nicht schlecht, wenn wir die ziemlich schnell bekommen könnten. Weicher Angriff, Forschungsbonus gibt es auch. Finanzamt. Immer die Ausrüstung, Zusatzausrüstung, dich und dich. Was gibt es denn hier für Details? Produktionsressourcenbedarf ist niedriger. Okay, das ist der Bereich für Produktion und Organisation. Und du bist der Bereich für Angriff. Aber da sagen wir lieber, wir werden eh nicht so viele Truppen haben. Also gucken wir eher, dass wir in die Infanterie investieren. So. Ansonsten sagen wir, wir möchten bitte hier die Elektrotechnik haben. Die zwei, wunderbar. Kann man nichts gegen sagen. Ach genau, ich wollte noch gucken. Ich hätte gerne Panzer später mal. Wir haben die vorkriegszeitlichen, okay. Frühe LKWs, Panzerwagen, Amtraks in 5 Jahren. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Macht aber nichts. Sonst noch irgendetwas? Ja. Wir benötigen auf jeden Fall Artillerie. Ja, da nein. Dicht, dicht, dicht. Das passt schon mal. Und die zwei Sachen können wir mal reinstecken für Handelsschiffe. Mehr gibt es eh nicht zu tun für den Anfang. Ein bisschen Eisenprobleme. Können wir das. Ja, das können wir ein bisschen abändern noch. Tun mit Deutschland handeln. Hat sich das nämlich auch soweit erledigt, hoffentlich. Ja. Yep. Sprit machen wir ein bisschen minus, aber was soll's. Wir möchten ja quasi eine starke Marine haben. Haben wir überhaupt? Wir haben kein eigenes Öl, stelle ich gerade fest. Nicht wirklich eigentlich. Aktueller Treibstoffbedarf, der hier zugegeben ist minimal. Okay, macht aber nichts. Macht rein gar nichts. Das kriegen wir schon dahin. Wir warten da extra ein bisschen ab, bis wir kurz vorm Abnippeln sind quasi. Achso, wir können doch sagen, die Bedrohung wird größer. Ich weiß, um die kümmern wir uns nachher. Wir möchten alles zur Reparatur schicken, wenn es denn soweit ist. Der Witzka. Okay, wir können kurz mal warten. Das ist in Ordnung. Tribunal ist fertig. So. Wie viele Tage haben wir denn Zeit? Wir haben 330 Tage Zeit. Um das hier runter zu machen, benötigen wir 140 Tage. Okay, dann können wir hier noch weitermachen. Faschismus soll gesteigert werden. Yep. Ich bitte doch darum. Wir haben ihn, wir haben ihn, wir haben ihn. Sonst noch irgendwas? Demokratie? Nein. Machtzuwachs ist nicht schlecht. 7, Akzeptanz neutraler Politik. Nein. Bau- und Forschungsgeschwindigkeit ist nicht schlecht. Kommunistisch, nein. Was kann man sonst noch machen? Niemand Newton. Das sind alles 150er. Bau und Forschung. Das wäre es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Außer wir warten noch kurz ein paar Punkte. Ja, wir warten noch ein paar Punkte, was soll's. 150 können wir kleiner machen, können wir mal schauen, was wir noch erreichen können. Ja, aber hier sind wir auch ziemlich wenig momentan. So, 150.
Wen haben wir noch? Faschismus, nein, wir brauchen was mit Faschismus. Neutralität, Armee. Was bist du? Der Verkehrsminister? Nein. Bitte Akzeptanz, Beliebtheit. Maker, Kampfnachschub, du wärst schon mal was. Gewerkschaft, Kommunismussteigerung, nein. Kommunismus, 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 dich auch nicht. Faschismus 0,07 und Kriegsunterstützung. Oha. Luftkosten. Da ist ziemlich viel hier unten drin. Kriegsunterstützung, Mobilmachung, dich, dich. Okay, du hast Unterstützung für den Krieg und Faschismus 007. Wir sind zusammen am Lärm 007. Das ist nur Ideologie. Ich glaube, dann bist du eigentlich der Beste momentan. Yep. Wie geil. Dich machen wir. Auf dass wir da ziemlich schnell nach oben steigen. Und zwar massiv schnell. Ah ja, huiuiui. Du machst deinen Job richtig gut. Finde ich super. Finde ich sehr super. Danke dafür. Benötigt eine der Folgen und 50% Unterstützung. Das heißt, wir können da nicht weitermachen momentan. Also machen wir das hier. Nachwirkung der Kaffeekrise. Um dem mal entgegenzuwirken. Weil dann müssten wir nämlich mal genug Befehlspunkte haben, um dann hier auch was ausrichten zu können. Ich meine hier unten. Kundgebungen könnten wir machen. Kostet uns politische Punkte, um quasi den Faschismus noch weit zu steigern. Aber da wir so einen riesigen Boost haben, brauchen wir das gerade ganz und gar nicht. Die steigen beide gerade. Das ist in Ordnung. Sollen wir ein bisschen uns Zeit lassen beim Ganzer. So, dann sagen wir bitte Maschinenwirtschaft noch machen. Und du bist weiter am Bauen. Du bist sowas von am Bauen. Es passt. Danke für den Kaffee. Dann gibt es den Radio hinten drauf mit 70 Tagen. Das ist vollkommen in Ordnung. Die Zeit haben wir. Sodle. Können wir euch nochmal trainieren lassen? Ich glaube, ja, komm. Ein paar Tage. Nicht lange, aber ein paar Tage. Ja, das ist in Ordnung. Infanterieausrüstung ist fertig. Können wir die bessere schon mal machen? Sodale. Dann sagen wir noch mehr Forschung. Das ist ganz, ganz wichtig. Und hier bitte schon mal die besseren machen. Rosi. Ja, bitte einmal Rosi machen. Das wäre nicht das Verkehrteste auf der Welt. Und hier vielen Dankeschön. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, sobald wir eins von denen gemacht haben, müsste der Timer sich auch wieder verbessern. Das heißt, wir können uns hier quasi Zeit erkaufen, indem wir nach und nach die ganzen machen. Damit hier nicht irgendwie Randale entsteht. Forschungsgeschwindigkeit und Baugeschwindigkeit Industrie. Für nur 50. Banco Brasilia. Banco Brasilia ist da hinten. Die können wir nicht zu schnell machen. Elektrizität, Versorgung ist auch nicht. Da machen wir Industrie, komm, was soll's. Baugeschwindigkeit Zivilfabriken und Forschung Industrie ist beides wunderbar. Denn Forschung sollten wir gerade drin haben. Ihr habt ihn hier. Ist der 10%-Bonus mit drin. Sind vielleicht 2 Tage, aber 2 Tage sind auf jeden Fall 2 Tage. Entweder hat man sie oder man hat sie nicht. Geht ihr eigentlich noch weiter gerade? Ihr habt ein bisschen. Ihr kämpft gerade mit den Neutralen, so wie es ausschaut. Danke dafür. Den Funk gab es denn sonst dazu. Dann fangen wir schon mal hier mit dem an. 35 Tage, das passt. Neutralität wird verbessert. Ne, die brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir definitiv nicht. Mehr. So, wir haben 50%. Danach können wir als nächstes gucken, dass wir den Faschismus noch mehr steigern. Das wird gerade alles vom Kommunismus. Das wird hier gerade alles nach und nach aufgefressen. Finde ich super. Also Spanien. Habt viel Spaß da oben. Ich habe meinen Spaß hier unten. So, wir haben dich gemacht. Dann können wir den Plan hier machen. Für politische Macht 100 Punkte. Das ist gut, das ist richtig gut sogar. Und wir können schon mal anfangen mit den Operationen. Zum Beispiel haben wir irgendwo was. Irgendwelche Ressourcen hier oben hätten wir ein bisschen was. Und da unten auch. Okay, ist gerade egal, wo wir es machen. Fangen wir mal hier an. Einfach mal hier an. So.
30 Tage, dann müsste sich das automatisch verlängern. Schauen wir mal. Oder ob ich mich jetzt da komplett vertan habe. Dann wird man es nicht ganz schaffen. Danke für Maschinenwerkzeuge. Verteidigung, die Bauplatz plus 20, Fabrikleistung 15, Fabrikleistung 10, Schiffsproduktion 10, Beibehalteproduktion bringt nochmal 10 zu, Produktionseffizienzbasis ist schon mal größer. Ja, machen wir Verteidigungsindustrie. Machen wir Verteidigungsindustrie, das ist nicht verkehrt. Ein bisschen Spiele, danke dafür. Und dann gucken wir mal, bringt das was? Hat was gebracht. Operation war erfolgreich. Wunderbar. Damit können wir direkt weitermachen. Müssen wir sogar. Immer schön weiter, damit hier nichts passiert. Und die Punkte brauchen wir jetzt gerade eh nicht, also ist alles im Lot soweit. Das steigert sich auch noch. Die Änderung plus 8 bis 13, die Neutralität ist noch ein bisschen groß. Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Aber was soll es? Wir kommen nach oben. Wir kommen mehr als nur noch gut nach oben. Operation war erfolgreich, wunderbar. Müssen wir kurz 2 Tage warten bis zur nächsten Operation. Oder ein paar Tage. Bis wir mal wieder auf 25 kommen. Passt. Und die nächsten. Sitz passt und hat Luft. So, wir tun immer noch handeln, das ist in Ordnung. Wir bauen dich weiter aus, ist auch in Ordnung. Der Plan ist gemacht. Wir machen dich hier. Kommunismus, Demokratie, Faschismus. Plus 0,2. Ja. Esta Moderna. Wunderbar. 35 Tage. Lass es krachen. Und wir sagen noch, wir hätten gerne Kosten aller Berater reduziert. 10% Wirtschaftsgesetzkosten. Kriegsunterstützung der Armeekosten. Ne, das sind Kostenreduzierung. Okay, aber 10% ist nicht so wirklich viel. Baugeschwindigkeit für Infrastruktur. Und Zivilfabriken, Raffinerien. Du bist wahrscheinlich gar mal so schlechteste. Infrastruktur, Knotenpunkte. Baugeschwindigkeit, Forschung. Ich hab dich nicht mehr dazu. Baugeschwindigkeit, allgemeinen Forschung. Das ist in Ordnung. Dann gilt's für alle. Das ist in Ordnung. Das ist wunderbar. Corona-Plan wird ausgeführt. Macht es. Was macht es eigentlich? Operation ist bewundert. Bewundernswert. Anführer des neutralen Paktes wird entfernt. Oh yeah. Okay. Haben wir kein Problem mehr damit. Hallöchen. Esta Moderna. Wir sind jetzt integralistisches Brasilien. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr. So. Au revoir. Können wir direkt hinterher machen. Und dann möchte ich jetzt mal gucken, wen haben wir hier eigentlich alles? Pferde und Co. Wie gut seid ihr eigentlich ausgerüstet? Hab ich noch gar nicht geguckt. Bearbeiten. Ja, ist nicht schlecht. Sagen, ist nicht schlecht. Ihr habt alle Arte, ihr habt alles, was ihr benötigt. Ein paar Waffen bräuchten wir noch, aber selbst das kriegen wir hin. Ja, wobei ich sagen muss, ich hätte wirklich gerne hier und hier eher. Ihr drei werdet jetzt auch noch Infanteriedivision, das passt. Und ihr könnt die ganze Zeit trainieren, würde ich mal behaupten. Ja. Das müsst ihr eigentlich hinhauen auf Dauer. So, wie schaut es denn hier aus? 40-2. Läuft besser. Wir haben jetzt das hier mit Faschismus hinzu. Wir müssen die anderen paar Sachen wegbekommen. Dann bin ich zufrieden mit allem. Richterhoch, Demokratie. Geheimpolizei. Agentenplatz wäre auch noch interessant. Stimmt, allgemein Agentenplatz. Das können wir nachher auch noch machen. So, Äthiopien hat keine Betriebe, sollen sie ruhig machen. Dann sagen wir Fabrikleistungen. Ich will gerade Verbesserungen für die Arbeiter zu machen. Das wäre nicht ganz verkehrt, aber ich würde auch gerne Kriegswirtschaft machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Machen wir Kriegswirtschaft. Dann können wir noch mehr erreichen sogar. Das quält mir. Weil die Kriegsunterstützung haben wir auf jeden Fall. So, wir haben dich, dich und dich da.
Ansonsten sagen wir, wir möchten gerne. Möchten eigentlich leichte Panzer haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Das wäre das Beste vom Besten, aber so früh werden wir sie noch nicht ganz bekommen. Wir könnten aber schon mal sagen, ne, pack schon mal, pack Flak Artillerie. So quasi. Nehmen wir was anderes hier. Bauwesen. Das können wir eher machen. Komm schon, gib mir die letzten paar Punkte. Wunderbar. Zack. Die nächsten. Schauen wir mal, ob wir es komplett schaffen können. Dass hier nie was passiert ist. Das ist natürlich das Beste vom Besten. So. Ihr seid am besser werden. Yep. Wir können ja mal gucken. Wir haben doch den internationalen Waffenmarkt. Oder? Yep, haben wir. Waffen kaufen. Es gibt japanische Waffen. 630 Stück. Eine. Bitte alles. 20 Lieferungen. Für eine einzige können wir das machen. Angenommen. Wunderbar. Das gefällt mir doch. Dann haben wir dich hier fertig. Und dann gucken wir mal. Ultimatum an Uruguay senden. Okay, warte, da muss ich kurz gucken. Da muss ich kurz eine kleine Abspeicherung machen. Sonst wird es nämlich nichts. Sördle. Und sagen, ihr kommt weg. Ihr kommt alle Nacht unten hin. Schauen wir doch mal. In 35 Tagen. Ob das was wird oder nicht. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher. Aber wir können noch ein paar Flieger darüber schicken. Das geht immer. Überwachung, wenn es geht. Das wird witzig. Ob das überhaupt funktioniert? Ich habe keinen Schimmer. So, noch mehr in den Strickrad reingehen. Integration. Für Unterstützung für den Staat. Müssen wir das gerade machen? Eigentlich nicht, nein. 100, die hatten wir schon, aber ich möchte mal die 150 kurz angucken. Operation ist erfolgreich gelaufen. Wunderbar. Das heißt, den müssten wir auch noch zum Schluss machen können. Passt. Sitz, passt und Luft. Halt nie. Wir wollten Kriegswirtschaft. So. Ab nach oben damit. Okay, haben wir sonst noch irgendwas? Kaufen. Ja. Ich hätte nochmal gerne 600 Stück davon. Es ist nicht viel, aber jedes bisschen zählt. 600 Waffen sind einfach 600 Waffen, egal wie man es sehen und wendet. Wann kommen denn diese Waffen an? Hoffentlich ziemlich bald. Sie werden angeschifft. Okay, wunderbar. Ultimatum an Uruguay gesendet. So, nachdem wir das haben. Regulärer Bevölkerungsfaktor erhöhen. Kriegsunterstützung. Das brauchen wir gerade nicht machen. Wir können mal sagen, das wird interessant. Tätig ja mehr Erfahrung. Yep, weil theoretisch müssten wir dann ihn hier umsonst bekommen als Berater. Das wäre recht gut. Huckel nicht ab. Das ist nichts. Ist nicht weit Krieg zu führen. Sie werden für uns sonst spüren. Wir machen eine Annektierung. Wir holen uns jemanden hinzu. Feldmarschall. Wen haben wir denn hier? Infanterieanführer. Angriff und Planung. Dschungelkampf. Du bist sogar wesentlich besser hier. Den guten Rondo holen wir uns hier hinzu. Und wir sagen hier noch, wir hätten gerne Dschungelbewegung. Yep. Bewegung im Wald. Nee, wir haben jetzt am meisten mit Dschungel zu tun eigentlich. Mit Miliz. Nein, dann nehmen wir dich noch mit hinzu. Sollten gut genug ausgerüstet sein. Die anderen Waffen sind am Kommen auf jeden Fall. Wir müssen den mal haben. Integra Militia. Danke für die kleine Einheit. Haben wir die zufällig gerade? Ja, das wäre zu schön gewesen, wahr zu sein. Okay, wir müssten sie theoretisch besiegen können. Sagen wir es mal so. Wir probieren es aus. Was soll's. Zack, wir möchten den Krieg erklären. Sieht gut aus. Wir sind grün. Wir sind grün. Weiter, weiter, weiter. Immer schön weiter rennen. Verlieren wir gerade ein bisschen was? 9 Leute haben wir bisher verloren. Das ist in Ordnung.
Wie viel haben wir jetzt verloren? Wir haben 180 verloren, das geht immer noch. Boah, jetzt sind immer noch nicht genug, aber was soll's. Die Waffenlieferungen kommen auf jeden Fall. Internationale haben wir auch. Jetzt ist die Frage, haben wir ihn umsonst bekommen oder nicht? Anscheinend nicht, weiß. Warum denn nicht? Darauf habe ich jetzt eigentlich gesetzt, dass wir ihn auf einmal bekommen. Okay. Dann machen wir es anders. Erstmal machen wir Produktionsstreis und Elektrotechnik. Hier. Die schmeißen wir noch rein. So, jetzt haben wir einen Tag gewartet. Es ist keine von denen gekommen, wo ich eigentlich gedacht hätte. Schade, okay. Was soll's, was soll's. So, wir sind bei 25. Wir machen dich noch zuerst. Danach können wir den Rest bei euch abgeben. Wie viel haben wir denn schon an Verlusten gemacht? 300, ein bisschen als 500, okay. Durchrennen. Aber nur durchrennen, das passt schon. Wenn wir das schaffen könnten, wäre das echt wunderbar. Hinten nochmal angreifen. Sodle. Und einmal abgeschnitten. Ich kann gerade sagen, jetzt haben sie keine Chance mehr. Egal wie sie es machen, drehen und wenden. So rein. Nein, 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 nein. Und die letzten paar werden auch noch drauf gehen. 1000 verloren. 1000 ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen legitim momentan. Erfahrung bekommen wir auch bis zum Umfallen. Doktrin hinzufügen. Wir sagen, wir werden nicht viele Truppen haben. Deswegen müssen wir überlegen, eine Feuerpower machen. 10% mehr. 10% mehr. Wo Katastrophe ist passiert? Da bitte umschwenken. Wir haben dich, wir haben dich und wir haben auch dich hier. Ich wollte gerade sagen, wir sollten sie vor uns rausnocken können aus ihrem Gebiet. Okay. Dann sagen wir, wir hätten gerne noch eine Pack. Yep. Wenn wir Produktion haben könnten. Machen wir auch noch eine Flak hinterher. Das wäre interessant. Und auf jeden Fall noch erste LKWs. Und sobald wir es können. Ah, die Züge noch nicht. Züge noch nicht. Ich habe eine Idee. Was ist, wenn wir dich da hinstellen? So, Küstenbombardement müssten wir jetzt bekommen durch die Aktion. Die kommen nicht mehr raus. Win-win-Situation für uns. Okay, wir benötigen noch mehr Baugeschwindigkeit, noch mehr Platz. Wir brauchen beides eigentlich. Ja, wir brauchen definitiv beides. Küstenbombardement gibt es jetzt auch noch hinzu. Also ich werde nichts sagen, aber das müsste hinhauen. Zwei Züge haben wollen wir nicht. Wir brauchen auch hier nichts. Da ebenso wenig. Theoretiker, Armeetheoretiker, bam, 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 bam. Mehr politische Macht, Demokratie. Naja, das bringt es gerade alles gar nichts. Passt soweit. Ihr seid perfekt drauf abgestimmt, das ist in Ordnung. Und wir möchten schon mal 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22 geht nicht. Okay, einmal machen. Einmal euch ausbilden, aber Garnisonen. So. Man muss auf jeden Fall ausschauen. Habe ich das letzte schon gemacht? Yep. Alles habe ich gemacht. Das heißt, du, mein Freund, bekommst jetzt aggressive Angriffe hinzu. Yep. Offiziersvor geht nicht, aber nochmal ein paar Prozente auf den Angriff drauf. Müsste ausreichend sein. Ich würde sagen, da brauchen wir jetzt nichts mehr verschwenden. Wenn wir sie hier unten haben, ist alles in Ordnung. Dankeschön dafür. Alles einfordern. Und sie haben sogar ein paar Begleitschiffe noch. Oh, nice, das gefällt mir. Das gefällt mir sogar sehr. Ihr zwei kommt mit da rein. Und ihr kommt alle zurück. Nach Rio de Janeiro, dann ist das gut. Ihr kommt auch dahin zurück, das ist in Ordnung. Und ihr dürft quasi hier das Gebiet verteidigen. Das ist, passt auch wunderbar. Alles, was wir wollten.
Okay. Exercito Brasilien wird hinzugefügt. Verleiht Armeeerfahrung bis 0,2. Exercito Brasilien. Ach, das ist allgemein. Ah, okay, es ist ein Fokus und kein Mann. Alles klar. Moment. Wenn das der Fall ist. Ich überlege jetzt gerade noch ein paar Punkte auszugeben. Für dich und für dich, damit wir es immer bekommen. Nennt man die Doktrin richtig schnell zusammen. Wobei. Ja, komm, was soll's. Weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Wir machen es einfach mal. Passt soweit schon. Ansonsten. Wir haben unsere Sachen bekommen. Yep. Bautechnisch sind wir auch mit dabei. Das ist in Ordnung. Das müssen wir nicht mehr machen. Das heißt, wir können hier noch mehr bauen. Hier und hier. Und danach sagen wir, wir hätten gerne dich. Dich abgegradet und hätten dann hier noch gerne nichts drin. Okay, haben wir nichts drin. Wir tun einfach mal alles immer wieder upgraden, dass wir die ganzen Rohstoffe überall kriegen. Das wäre nicht das Verkehrteste. Das da oben wäre nicht schlecht und du ebenso. Dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir, dich haben wir auch. Und wenn wir es machen könnten. Ja, zum Beispiel mal die Sachen hier ausbauen. Das passt schon. Wir brauchen ein bisschen mehr Stabilität. Ja. Das machen wir ebenso noch. Und voilà, auf wieder im Ruhemodus. Das ist in Ordnung. Wir kriegen jetzt auf jeden Fall mehr Öl, was auch heißt, wir können euch trainieren lassen. Und der gute Erfahrungszuwachs bei allen. Flottenkoordination ist groß. Und Angriff und Verteidigung. Ja, das bist du einfach mal durch. Das passt schon. Sitz passt und hat Luft. So, für Garnison müssen wir dann gucken, dass wir sagen, wir hätten gerne nicht euch, sondern diese Division hier. Die Division bearbeiten, das entfällt, das brauchen wir nicht, genauso wie dich und dich hier, das passt. Brauchen wir weniger Truppen. Brauchen immer noch 12.000 Waffen, alles klar. Wir haben die Marine und wir haben dich jetzt auch noch hinterhergeschmissen. Wirtschaft kommt gleich noch. Alles eskaliert, darf's ruhig. So, wir kaufen gerne ein. Wir kaufen diese 5 Züge lieben gerne. Alle 5 für 1. Und ich überlege gerade, schon mal Panzer zu kaufen, natürlich auch lustig. Wir bekommen auf jeden Fall. Ein bisschen Artillerie könnten wir auch noch einkaufen gehen. Was soll's? Senden. Und das gleich nochmal bei den anderen Zügen. Wobei, wir haben genug dann. Mehr als genug. So, hier nichts und hier auch nichts drinnen. Haben 2 Stück hier noch gemacht von der ganzen Aktion. Ja, das ist alles wunderbar, aber nützt uns halt nichts. Okay, Infanterie. Weiche Angriff und Zuverlässigkeit? Yep, soll bitte gemacht werden. Ja, ich weiß, hier randaliert, aber das ist mir jetzt gerade Jacke wie Hose. So, das ist auch abgeschlossen. Dann sagen wir. Wir möchten gerne. Wir möchten da runtergehen. Wir brauchen die Universität von Forschungsbereich? Yep. Eins von beiden können wir machen. Konsum. Fabrikleistung 5%. Baugeschwindigkeiten. Ich glaube, das ist besser auf lange Sicht hingesehen. Jetzt machen wir das hier. Unsere Wirtschaft wird boomen. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Die wird wunderbar nach oben ploppen. Wir haben alles. Wir werden unsere ganzen Sachen so schnell bekommen. Das wird herrlich sein. So, sind wir bereits überall fertig? Jetzt da. Zurück. Ihr habt eure Aufgabe mehr als gut erfüllt. Gezogene Pack ist auch fertig. Dann fangen wir schon mal an. Und das soll man direkt mittlere Panzer bauen. Das ist natürlich das nächste bessere. Wir werden nicht viel haben. Aber das, was wir haben, können wir gut ausrüsten. Wisst ihr was? Eigentlich ja. Wir möchten eigentlich schon mittlere Panzer haben, wenn ich mir das so anschaue. Brauchen noch Platz.
Machen wir zuerst das noch vor uns. Machen wir das und wenn das Bauwesen fertig ist, dann kommen die mittleren Panzer hinzu. Harter Angriff, Produktionsleistung, 5% dazu bekommen. Ja. Da sage ich nicht nein dazu. Sitzpass hat Luft, Ende 37. Und wir könnten jetzt hier was anfangen mit Krieg für ein Jahr, aber da warten wir ab, bis wir hier unten sind und quasi alles dominieren können. Das machen wir beim nächsten Mal aber erst. Bis dahin, macht's gut und wie immer, tschüssele.